Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Green Playland. Heute gibt es mal ein Blister Battle gegen die Nikki vom Drachenhort oder zum Drachenhort, wie der Kanal richtig heißt. Link ist unten in der Beschreibung. Videolink dann wahrscheinlich auch. Und ja, wir battlen uns heute mit dem neuen Set von Schwert und Schild. Mit einem Dreierblister hier. Ich habe in dem Fall hier Morpeko. Ich blende euch jetzt mal die Punkte ein, während ich hier das Dreierblister aufmache. Es gibt auf jeden Fall einen Punkt für Starter. Konnte sich jeder einen aussuchen. Ich habe in dem Fall Chimpep und Nikki hat Memeon. Dann gibt es zwei Punkte für Reverse Rare und Holo. Drei Punkte für eine V-Card. 4 Punkte für Mimex, 5 Punkte für Full Art, 6 Punkte für Rainbow, 7 Punkte für die Goldkarte. So, haben wir es auch gleich geschafft. Den Coin lasse ich jetzt mal drin, den kriege ich gerade nicht raus. Hier gibt es einmal für euch ein Schwert und Schild Morpeko für das TCG Online. Viel Spaß damit. Dann hier nochmal die schöne Promokarte von Morpeko mit der Attacke Donnerschock. Sehr cooles Holofoil. Und wir haben hier unsere drei Booster. Einmal Lapras VMAX, einmal Sakian und einmal Sama Center. Und ich würde sagen, ich wünsche der Niki dann viel Glück bei ihrem Blister und wir starten dann direkt ins Battle. Und fangen an mit Lapras VMAX. Müll, 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 Müll. Mal Code beiseite. Wenn es ein guter Pull wird, gibt es natürlich wieder wie immer den Code. Und wir fangen an mit einem oder einer Feuerenergie. Dann haben wir ein Kranowitz, Voltula, Galar Geradax, ein Wattzapf, ein Molunk. Ein Kloptopus darf in meinen Videos nicht mehr fehlen. So wie bei dem einen, wo ich sechs Booster aufgemacht habe und in jedem Booster einen Kloptopus hatte. Dann einmal Nebulak, ein Micro, Reverse Thermopod. Und die Rare ist ein Humanoid in Non-Holo. Erstes Booster, leider. Kein Punkt. Dann würde ich sagen, machen wir Summer Center. Jetzt habe ich den Code reingezeigt. Den löse ich aber dann meistens selber ein, wenn es kein Pull wird. Wir haben einmal eine Wasserenergie, Rüpel von Team Yell, ein Fleckleon, Galar Flunschlick, ein Pikuchilla, ein Memeon. Das wäre jetzt eigentlich ein Punkt für Niki, aber ich hatte ja leider Chimpep. Schade. Dann ein Sensect, Pupanze, ein Volley mit dem super Artwork. Das finde ich mega cute. Dann haben wir Reverse Rare Maritelit. Gibt 2 Punkte und die Rare ist ein Chillabell. Schöne spielbare Karte, leider aber kein Punkt hier im Battle. Kann ich hier nochmal rein zeigen. Chillabell. Ich glaube, die Karte habe ich sogar gar noch nicht. Deswegen passt das. Und unser Booster Nummer 3 mit Sakian oder Satchian.
mal der Pot. Dann haben wir einmal eine Psychoenergie. Dann haben wir Gym Stick, leider nicht Gym Pep. Ein Glücksei. Zwollock. Thermopod. Gala Zickzacks. Somniam. Snomnom. Ein Gym Pep, yay! Ich mag den so sehr. Der gibt uns sogar den Punkt. Dann haben wir hier noch ein Kickalo in Reverse. Und die Rare ist ein Galar Mautzinger. Hashtag immerhin eine Holo in dem Blister. Nehme ich mit. Gebe nochmal 2 Punkte. Und wir haben dann insgesamt in diesem Battle einmal hier 2 Punkte für Galar Mautzinger. Plus 2 Punkte für Martellit in Reverse Rare. Macht 4. Und unser Extrapunkt, zu dem wir dann auf 5 Punkte kommen. Oder mit dem wir auf 5 Punkte kommen. Mit unserem Chimpep. 5 Punkte aus dem Blister ist okay. Ist aber natürlich auch ja, schlagbar, vor allem wenn man eine ab einer V-Karte zieht, wo man dann schon wieder mehr Punkte kriegt. Aber wir gucken mal, was die gute Niki in ihrem Blister drin hat. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Green Playland. Ciao, ciao.